Herzlich willkommen. Wir möchten heute mit euch über das Thema Gamification sprechen, über das Spielen leichter lernen. Auch wenn das gar kein originär OESA-Thema ist, ist es doch eines, was immer wieder in diesem großen Kontext von digitalen, virtuellen und innovativen Lern-Lernsettings auftaucht und deshalb etwas, das wir auch euch kurz hier präsentieren möchten. Gamification, warum gibt es das eigentlich? Es ist in der Tat ja so, dass tatsächlich es zwei wesentliche Faktoren innerhalb dieser Methode gibt. Zum einen die Methode des Trial and Error. Ich kann Dinge probieren und daraus lernen, also aus Fehlern lernen. Der viel stärkere Faktor, der hier aber überwiegt, ist natürlich die Frage nach Gratifikation. Also ich kann in unterschiedlichen Levels unterschiedliche Rewards, unterschiedliche Sterne und Belohnung bekommen und bin so zunehmend natürlich motiviert, an diesen Spielen weiter teilzuhaben und zeitgleich, ohne dass ich es vielleicht sogar merke, zu lernen. Wie sieht das methodisch aus, wenn wir über Game-Based Learning sprechen? Dann ist die Minimalvariante sicher das, was wir so gemeinhin als Rätsel kennen, also kleine Rätsel, wo man Lösungen sich erarbeiten und finden muss, die echte Variante von Gamification sind natürlich sowas wie Planspiele und Rollenspiele. Ich bin als Ärztin im Krankenhaus und muss Aufklärungsgespräche führen, bekomme unterschiedliche Optionen, den Patienten aufzuklären und muss da meine richtigen Schlüsse sozusagen ziehen. Und abhängig davon, wie ich meine Schlüsse ziehe, reagiert der Patient dann auch auf mich, und die Kühe im Grunde sind dann sowas, was wir so gemeinhin unter Wargames oder Serious Games verstehen, sowas wie die virtuellen Model United Nations, also tatsächlich sehr elaborierte Elemente, die sehr häufig auch im Bereich politische Bildung zum Beispiel eingesetzt werden. Worum geht es? Es geht tatsächlich darum, dass wir bestimmte Herausforderungen bekommen, die uns motivieren zu lernen, dass wir auch eine gewisse Interaktion mit dem Spiel, aber vielleicht auch mit anderen Personen tatsächlich treten, dass wir immer wieder über neue Elemente, so kleine Rätsel und auch Neugier wecken. Also es ist mehr so eine Form von zum Teil auch experimentellem Lernen, wo man gar nicht so recht genau weiß, was auf einen zukommt und genau deshalb Aufmerksamkeit gehalten wird. Es geht aber natürlich auch um fortwährendes positives Feedback und Motivation. Es geht um eine gewisse Fehlertoleranz, ja, also auch um die Frage, dass man mal scheitern kann und dass man Dinge dann eben nochmal versucht. Es geht darum, dass ich sehe, wo ich stehe, weil ich sehr häufig in Spielen ja so eine Art Fortschrittsbalken habe oder irgendeine Form von Menü, das mir zeigt, auf welcher Ebene stehst du eigentlich gerade. Ich bin durchaus autonom, das heißt, ich bewege mich ja durchaus autonom als Avatar, als aber eigenverantwortlich Lernende durch diese Lernwelt. Und natürlich ist dieser Wettbewerb auch etwas, was einzahlt auf durchaus die Motivation von Lernenden. Schauen wir mal, wie Agenturen sowas anfassen. Und wir haben ein sehr schönes Video tatsächlich gefunden von einer Agentur, die sehr stark tatsächlich Serious Games im Bereich der Schulen entwickelt. Wir stehen ja an und für sich für offene Konzepte. Und trotzdem wollen wir euch dieses Beispiel nicht vorenthalten. Das Thema Gehirn ist komplex. Für Schülerinnen und Schüler ist das manchmal schwere Kost. Doch das kann auch ganz anders aussehen. Zum Beispiel mit dem Serious Game Blue Brain Club. Wissen über das Gehirn kann man heute auch digital vermitteln und damit spannend, motivierend, spielerisch. Blue Brain Club geht anschaulich und für Jugendliche unterhaltsam auf dieses vielfältige und abstrakte Thema ein. Die Klasse beschäftigt sich im LAN oder WLAN der Schule mit dem Gehirn. Welche Aufgaben haben verschiedene Gehirnbereiche? Wie sind Nervenzellen aufgebaut und wie funktionieren sie? Außerdem, was sind Synapsen und wie stört Alkohol dort die Signalübertragung? Die Schüler haben Spaß, vor allem weil sie natürlich ein digitales Endgerät vor sich stehen haben, was nicht alltäglich ist im Schulunterricht. Vor allen Dingen sind sie aber nicht auf sich allein gestellt. Sie arbeiten im Team mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, mit ihren Freunden, die sie gerne haben. Es entsteht eine Teamdynamik und das trägt natürlich auch dazu bei, dass man diese Dinge gerne macht. Und das, was wir gerne machen, bleibt eher in unserem Gedächtnis hängen. Und das Beste ist, dass man auch selber aktiv ist, dass man selber Sachen auswählen kann, dass man halt einfach auch generell Freude daran hat, was zu erforschen und nicht einfach nur das auswendig lernt, was der Lehrer sagt. Blue Brain Club ist eine kostenlose, webbasierte Anwendung für PCs, Tablets und Smartphones. Sie lässt sich ohne Installation durchführen.
Ausführliche Anleitungen und weiterführende Informationen runden das Angebot ab. Der Blue Brain Club lässt sich super in den Regelunterricht integrieren. Es ist eine ganz einfach verständliche Oberfläche, die ich ohne große Schwierigkeiten durchklicken kann und mit den Schülern gemeinsam bearbeiten kann. Blue Brain Club ist ein Projekt der gemeinnützigen Hertie Stiftung und macht in Teamarbeit abstrakte Inhalte im Klassenzimmer greifbar. Also, abstrakte Inhalte greifbar machen, das hat es, glaube ich, gut gefasst, und nicht das auswendig lernen, was der Lehrer, die Lehrerin so vorgibt. Schönes Beispiel tatsächlich für genau solche Arten von Serious Gamings. Trotzdem, Sie haben gesehen, es ist nicht niedrigschwellig, es ist wenig barrierefrei, man muss gewisse auch Ressourcen aufbringen. Es ist nicht trivial, natürlich sowas selbst zu entwickeln. Und trotzdem ist es eine spannende Alternative zu anderen didaktischen, methodischen Settings. Gehen wir noch einen Schritt weiter und gucken auf tatsächlich viele unterschiedliche Beispiele, die auf einem wunderbaren Padlet Games for Future nämlich gesammelt werden, wo tatsächlich es ganz viele Spiele, Vorlagen und Vorschläge für unterschiedliche Themen gibt, die auch weniger aufwendig, ressourcenaufwendig sind als das, was wir gerade im Video gesehen haben. Also auch da nochmal die herzliche Einladung, auf das Padlet zu schauen und zu gucken, was kann ich denn auch ganz analog im Unterricht in meinen Lehr-Lern-Settings spielerisch einbinden. Es geht also drum, und das haben Blogs wie Betzold und andere sehr gut zusammengefasst, dass natürlich Elemente aus der Welt der Spiele motivierend wirken, dass man auch durch vielfältiges Feedback tatsächlich sofort eben Ergebnisse bekommt, sofort belohnt wird, sofort eben Feedback auf das, was man tut, bekommt. Es geht darum, auch zu zeigen, dass man Aufgaben bewältigen kann in kleinen Schritten nacheinander und sukzessive. Es geht darum, Motivation auch über Lernerfolge zu erzeugen, bei der Sache zu bleiben und natürlich eben Fehler auch zuzulassen und zu verstehen, dass manchmal auch erst Fehler einen wirklich weiterbringen. Und wenn man das Ganze dann auch kooperativ denkt, auf Gruppen ausgelegt, dann hat natürlich der Faktor Kollaboration hier auch noch seinen ganz besonderen Punkt. Es gibt noch eine Seite, die wir Ihnen gerne ans Herz legen möchten, nämlich die learningapps.org. Da kann ich tatsächlich auf der Oberfläche meine eigene ganz minimal Variante einer App praktisch erstellen. Also zum Beispiel sowas wie eine Europakarte, in der zum Beispiel die Länderhauptstädte oder sowas eingetragen werden sollen. Und auch das, herzliche Einladung, schaut ihr euch sehr gern mal an. Also am Beispiel jetzt Europa und Hauptstädte könnte man tatsächlich hier ganz unterschiedliche Apps natürlich durchstöbern, aber eben auch eine eigene App erstellen, die tatsächlich meinen Schülerinnen, meinen Lernenden die Möglichkeit bietet, eben Flaggen, Videos, Hauptstädte, was auch immer zuzuordnen. Ich kann dann unterschiedliche Bilder auswählen, die ich als Medien einsetze tatsächlich, und kann dann eben neben dem Titel natürlich die Aufgabenstellung bereitstellen. Und schon bekomme ich tatsächlich eine kleine interaktive Karte, in dem Fall hier die Weltkarte, und meine Teilnehmenden, meinen Lernenden kann ich über einen Code praktisch diese App, diese Applikation zur Verfügung stellen. Das heißt, ich habe eine Idee, ich gehe damit zu learningapps.org und kann da tatsächlich interaktive, multimediale Aufgaben erstellen und die dann an meine Lernenden weitergeben. Sehr niedrigschwellig, gerne mal anschauen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis bald.